Erstmals hat sich AMG der Kompaktklasse von Mercedes-Benz angenommen und bringt den A45. Jedes kleine Detail ist AMG, die Optik ist AMG und auch die inneren Werte sind AMG. Auf der Straße erlaubt, für die Rennstrecke erschaffen. Doch dazu der Baureihenleiter Marco Witzel. Ja, gegenüber dem Serienmodell haben wir an dem AMG natürlich umfangreiche Änderungen vorgenommen. Als allererstes möchte ich da den Motor nennen, den wir von Grund auf neu aufgebaut, modifiziert haben und konnten somit eine Leistung von 265 kW oder 360 PS aus den 2 Litern Hubraum rauskitzeln. Aber damit ist nicht genug. Ein AMG hat noch viel mehr Gene, die wir in dem Fahrzeug auch finden. Angefangen beim Fahrwerk über die Bremsen bis hin zu dem ganzen Fahrgefühl, wo Sie auf jedem Meter spüren, dass es ein echter AMG ist. Mit einer Höchstleistung von 360 PS und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern ist der kernige 2,0 Liter Vierzylinder-Turbomotor der weltweit stärkste in Serie produzierte Vierzylindermotor überhaupt. Gleichzeitig erfüllt das Triebwerk Euro 6 und markiert mit 6,9 Litern je 100 Kilometer nach EU-Norm ebenfalls einen Bestwert in dieser Klasse. Allerdings wird dies auf der Rennstrecke kaum einzuhalten sein. Wir sitzen hier im neuen AMG Mercedes der A-Klasse. Das ist der A45, ein ganz, ganz neues Fahrzeug. Wir testen dieses Fahrzeug hier am Bilster Berg, einer auch ebenfalls neuen Teststrecke für Automobile. Ganz selten haben Automobilhersteller beim ersten Schuss in einer neuen Kategorie ein wirklich perfektes Fahrzeug vorgestellt. AMG schafft es, natürlich mit der Erfahrung der großen Fahrzeuge des SLS, dieses Fahrzeug hier auf die Beine zu stellen. Das Fahrzeug hat 360 PS, eine Literleistung von über 180 PS pro Liter. Und man ist schon echt überrascht, dass dieses Fahrzeug so perfekt liegt. Natürlich hat AMG auch ein perfektes neues Fahrwerk hierzu kreiert. Das Fahrwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es eine ganz neue Vorderachse hat mit einem größeren Sturz. Eine Hinterachse, die wirklich auch perfekt liegt. Dieses Fahrzeug, muss ich auch noch sagen, ist für unter 50.000 zu haben. Es gibt eine Edition One, die kann noch ein bisschen mehr, hat noch einen kleinen Heckspoiler und die kostet dann nur 7.000 Euro mehr, also ca. 57.000. Der Mercedes-Benz A45 AMG mit Allradantrieb beschleunigt in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von begrenzten 250 km/h. Bei entsprechender fahrdynamischer Anforderung verteilt der variable AMG-Allradantrieb das Moment bis zu einem Verhältnis von 50 zu 50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Dieses Fahrzeug durch und durch ein Gewinn für die Klasse. Es ist hier auf der Rennstrecke zu Hause. Ich finde es toll, es macht sehr viel Spaß. Wir fahren noch ein paar Runden und naja, wir werden dann sehen. Das Doppelkupplungsgetriebe des A45 AMG verfügt über 7 Gänge, 3 Fahrprogramme, eine Zwischengasfunktion und Race Start für bestmögliche Beschleunigungswerte. Eine weitere Steigerung von Dynamik und Fahrspaß ist das sogenannte Kurzzeit-M-Programm. Die Schaltzeiten im manuellen Modus M und im Sportprogramm S liegen auf dem Niveau des Supersportwagens SLS AMG GT. Für uns waren zwei Themen wichtig. Zum einen soll es wirklich ein AMG sein, deswegen haben wir die Markenzeichen, unseren Twinblade-Grill, natürlich eingesetzt bei dem Fahrzeug. Am Grill kann man sofort den AMG erkennen. Und das andere Thema, was uns wichtig war, war ein Performance-Fahrzeug, Abtrieb, Kühlung, CW-Wert, dass wir unsere Gestaltung diesen drei Parametern unterordnen. Die Frontansicht des A45 AMG bestimmen der Twinblade-Kühlergrill und die Querstrebe in der Frontschürze. Beides in Titangrau matt lackiert. Dazu kommen in der Seitenansicht Schwellerverkleidungen mit Einsätzen in Titangrau matt. Die Heckschürze mit ihren angedeuteten seitlichen Luftaustrittsöffnungen verfügt über einen Diffusoreinsatz und ein Zierelement in ebenfalls Titangrau matt. Auf Wunsch lässt sich das neue Topmodell der A-Klasse noch umfangreicher aufwerten. Gleiches gilt übrigens auch für die gemeinsam vorgestellte Coupé-Variante CLA 45.
Eine echte Bereicherung im Segment der sportlichen 1er BMW und 3er Audis.